Hallo, ich bin der Herr Bonanno. Ich möchte Sie alle ganz herzlich aus Italien begrüßen. Um exakt zu sein, stehen wir hier am Fuß des Vesuves in Neapel. Ich habe den Masterstudiengang Business Management mit dem Schwerpunkt Finance and Accounting an der Hochschule Flensburg studiert. Der Titel meiner Masterarbeit ist Entwicklung eines Kennzahlensystems für die Cross-Channel-Strategie des dänischen Bettenlagers. Cross-Channel bedeutet, wenn man die eigenen stationären Filialen mit dem eigenen Online-Shop vernetzt. Ja, mein Name ist Thorsten Kümper, ich bin Professor für BWL Controlling hier an der Hochschule Flensburg. Ja, Herr Bonanno kam zu mir, ich kannte ihn aus dem Masterstudium und er hatte einen sehr interessanten Vorschlag. Und zwar war er beim dänischen Bettenlager und wollte über Cross-Channel-Kennzahlen zur Cross-Channel-Strategie schreiben. Und ich als Controlling-Professor, was ist Cross-Channel-Strategie? Bei der Cross-Channel-Strategie werden die Vorteile aus beiden Welten ausgenutzt. Im Rahmen eines Projektes mit dem dänischen Bettenlager habe ich ein Kennzahlensystem entwickelt, um diese Strategie zu steuern. Eine Beispielskennzahl hierfür ist der Ropa-Effekt. Ropa-Effekt heißt Research Online, Purchase Offline. Also er informiert sich zu Hause im Online-Shop über einen bestimmten Artikel und bezahlt dann in der Filiale. Wenn der Kunde dann zum Beispiel an der Kasse entweder mit seinem Smartphone oder mit seiner Kundenkarte bezahlt, dann ist es später auch möglich, zurückzuverfolgen, ob der Kunde XY am 22. Juni sich entweder für Produkt A oder für Produkt B entschieden hat. Das Besondere an dieser These ist, dass diese Masterarbeit eine Pionierarbeit im Bereich Controlling ist. Denn im deutschen Sprachgebiet existiert zu diesem Thema noch keine Literatur. Außerdem ist diese Arbeit nicht nur für das dänische Bettenlager interessant, sondern auch für viele Unternehmen in der Region Schleswig-Holstein, die gerne durch Digitalisierung weiterwachsen möchten. Die besondere Problematik dieses Cross-Channels, dieses beide Kanäle zu betrachten und dafür Kennzahlen zu finden, er hat dafür auch Datenmaterial verwendet, also ist ja auch nicht so einfach, dann die Daten dazu bekommen, und das hat er dann sehr gut umgesetzt, sodass ich dann sehr erfreut war über das Resultat der Arbeit und ich denke mal Herr Bonanno auch. Ich bedauere sehr, heute nicht selber im schönen Flensburg zu sein, aber nutze trotzdem die Gelegenheit, um allen Anwesenden viele schöne Grüße und Sonnenschein aus Italien zu senden. Und vor allem hoffe ich, wieder selber bald im schönen Norden zu sein.